Das glückliche Ende einer ungewöhnlichen Testfahrt auf einem ehemaligen Flugplatz im Hunsrück. Alles halt mal, das ist geil. Der letzte Kurs mit Handgas war ein bisschen schwierig, Lenken und Handgas, aber man muss ihn ja, wenn schon beim Fahren ist eigentlich schon zu viel. In einer kleinen Werkstatt in einem Frankfurter Vorort wurde fast ein halbes Jahr lang an dem historischen Rennwagen geschraubt, damit er rechtzeitig zur IAA 2007 wieder fahrbereit war. Halt noch viele Karosserieteile, die noch an- und abgebaut werden müssen, um den Motor überhaupt einzubauen. Der Motor passt da gerade so rein. Ja, also die haben halt das Auto um den Motor drumherum gebaut. Ja, und das ist halt Renntechnik, wie man es heute noch hat. Der Opel-Rennwagen gilt als meisterhafte Ingenieurleistung. Das sogenannte grüne Monster entstand 1914 und gilt als das hubraumstärkste Fahrzeug der Opel-Modellgeschichte. Das Vierzylinder-Aggregat verfügt über 12,8 Liter Hubraum und 260 PS. Der Wagen war immer im Firmenbesitz gewesen, 1914 gebaut, 12,3 Liter Hubraum, 260 PS, eine richtige Fahrmaschine, unser Monster, wie wir es nennen. Während Rainer Fikus letzte Hand anlegt, gibt Opel-Oldtimer-Experte Heinz Zettel, GM-Europe-Chef Karl-Peter Forster, wertvolle Tipps für die Testfahrt. Ein unheimlich leistungsfähiger Rennwagen, damals der 1924, 1926 auch zwei Weltrekorde in Geschwindigkeit aufgestellt hat. Damals noch in Dänemark, da wurde am Strand gefahren. Das ist also ein wirklich tolles Auto. Neben vielen bekannten Fahrern und Prominenten präsentierte Opel 2007 erstmals den frisch restaurierten Grand Prix-Wagen mit 12,8 Litern Hubraum auf dem Nürburgring. Das legendäre grüne Monster war der älteste Bolide beim AVD Oldtimer Grand Prix. Selbst bei strömendem Regen lässt es sich Karl-Peter Forster nicht nehmen, den Oldtimer als erster selbst auszuprobieren. Mit über 120 km/h geht es über die ehemalige Start- und Landebahn der Air Force. Ich fahre sowas auch sehr gerne. Es ist natürlich sehr anstrengend zu fahren. Ich glaube, man hat heute ein bisschen Respekt vor dem, was damals die Rennfahrer geleistet haben, weil die Technik natürlich, der Wagen hat 260 PS. Drehmoment wissen wir nicht. 700, 800 Newtonmeter, diese Autos zu beherrschen, ist sensationell einfach. Was die Menschen damals, was unsere Fahrer damals geleistet haben. Also man fährt sowas gerne, aber freut sich dann auch moderne Technik, die macht es einem etwas leichter. Seinen großen Auftritt feierte das grüne Monster im September 2007 auf der IAA.